Aber wir huschen jetzt erstmal hier hin. Also, wieso ist das? Also warte, wenn ich die drei und die drei habe, gewinne ich? Die hier ist 2, 3, 4. Und hier ist 3 von einer Art. Brr, 3 und 3 und 3 und 3 und 2. Manchmal 4. Ziehen einen. Ich hab gewonnen. Das kommt wahrscheinlich davon, wenn man versucht, ein Spiel vom Vogel zu erlernen. Ich habe gedacht, es sei mehr wie Tic-Tac-Toe oder so etwas. Bei diesem Spiel kommen noch mehr Regeln dazu. Ja, genau. Ich finde, die Erklärung des Vogels ist zwar ziemlich zusammenhanglos, aber insgesamt richtig. Oder eher ohne falsche Informationen. Das Spiel besteht aus einer Anzahl von 108 Feldern, die hauptsächlich in 3 Farben aufgeteilt sind. Punkt, Linie und Bahn. Zu Beginn des Spiels nimmt jeder Spieler 13 Spielfelder. Jeder Spieler zieht zu Beginn seines Zuges ein Feld und schließt seinen Zug mit dem Ablegen eines Feldes ab. Ziel ist es, 14 Felder zu bekommen, welche die folgenden Anforderungen erfüllen. 4 Dreiergruppen und ein Paar. Ein Set besteht aus 3 Spielfedern in einer bestimmten Reihenfolge. Zum Beispiel Spielfeld mit einem Punkt, Spielfeld mit 2 Punkten, Spielfeld aus 3 Punkten. Eine Menge kann auch einfach 3 gleiche Felder beinhalten, zum Beispiel 3 Felder mit dem gleichen Punkt. Eigentlich ist es nicht kompliziert, also bei binären Lineargleichungen. Zusammengefasst ist jedes Blatt, das sich durch die Formel mit AAA plus NABC plus DD beschreiben lässt, ein Gewinnblatt, vorausgesetzt, dass M und N 0 ergeben können. Ich denke, dass ich mit dem Vogel besser dran war. Ah, hallo Ori, möchtest du die Maschine aufstellen? Komm doch rein, alle sind da. Ich denke, ich mach die Regel nochmal mit mir zusammen, X, und dann können wir eventuell eine Runde spielen. Die Zeit ist abgelaufen. Tschüss, auf Wiedersehen. Koko, Koko, tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, Schatz, Kuss, Kuss. Hab Spaß und spiel weiter mit deinen Freunden. Ah ja, Dr. Fang, wäre toll, wenn du noch ein wenig länger bleiben würdest und mit uns eine Runde spielen könntest. Dann fühlen wir uns vielleicht ein wenig wie zu Hause. Nun, gut. Ja, das stimmt. Der beste Weg, solche Spiele zu lernen, besteht darin, sie zu spielen. Ich empfehle, dass wir den Zufall ausnutzen, genau die korrekte Anzahl von Spielern für ein Spiel zu haben, also 4. Und hier und jetzt eine Runde spielen. Tschüss, auf Wiedersehen, ich komme zu spät. Zu einer sehr bedeutenden Verabredung. Vogel. Nun, hier für dich. Ori, was meinst du? Lust auf eine Partie? Mahjong? Schauen wir mal. Also gut, es gibt keine bessere Zeit als die Gegenwart. Mahjong. Ziel ist es, durch das Sammeln von passenden und aufeinanderfolgenden Spielsteinen ein Gewinnblatt zu bilden und so viele Punkte wie möglich zu gewinnen. Im Spiel werden nur Steine von 3 Farben verwendet, insgesamt 108 Steine. Jeder Spieler zieht 13 Steine, um sein Anfangsblatt zu bilden. Der Geber hat einen weiteren Stein. Der Geber wird durch den Würfelwurf bestimmt. Bevor der Geber an der Reihe ist, muss jeder Spieler 3 Steine der gleichen Farbe aus seiner Hand nehmen und verdeckt in die Mitte legen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Steine aufgrund eines Würfelwurfs unter den Spielern ausgetauscht.
Nach dem Verteilen der Steine muss jeder Spieler eine verbotene Farbe wählen. Das heißt, eine Farbe, die der Spieler nicht auf der Hand haben darf, wenn er Mahjong erklärt. Wenn das Spiel beginnt, zieht jeder, beginnend mit dem Geber, der Reihe nach einem Stein und legt ihn ab. What? In der Mitte des Spiels können die folgenden Aktionen durchgeführt werden. Gang, auch bekannt als Vervollständigen eines Vierers. Wenn ein beliebiger Spieler einen Stein abwirft und du drei gleiche Steine auf der Hand hast, kannst du Gang erklären. Wenn du vier identische Steine auf natürliche Weise gezogen hast, kannst du an Gang erklären und den Vierling in der Hand behalten. Wenn du bereits Peng erklärt hast, drei gleiche Steine offen auf dem Brett und einen vierten identischen Stein ziehst, kannst du einen Bargang erklären. Was ist das denn? Ich kapiere nichts. Und diesen Stein offen zu den anderen auf das Brett legen. Unabhängig von der Art des Gang muss man sofort nach der Erklärung einen zusätzlichen Stein ziehen. Peng, auch bekannt als das Vervollständigen eines Drillings. Wenn ein Spieler einen Stein ablegt und du zwei identische Steine auf der Hand hast, kannst du Peng sagen, um diesen Stein zu nehmen und einen Drilling zu erhalten. Dann musst du deinen Drilling offen auf das Spielbrett legen, danach musst du sofort einen Stein ablegen. U, auch bekannt als Gewinnen, indem man sich einen Spielstein schnappt. Wenn ein anderer Spieler einen Stein abwirft und er deine Gewinnerhand vervollständigt, kannst du Hu ausrufen und Punkte erhalten, während der Spieler, der den Stein abgeworfen hat, Punkte verliert. Nach dem Hu gewinnt der Spieler, der Hu erklärt hat und nimmt nicht mehr am Spiel teil. Die übrigen Spieler spielen weiter, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Zimo. Auch bekannt als Gewinnen mit eigenen ziehen. Wenn du selbst einen Stein ziehst und er dein Gewinnblatt vervollständigt, kannst du Zimo ausrufen. Du gewinnst Punkte, während alle anderen Spieler Punkte verlieren. Ein Gewinnblatt entsteht, wenn man vier Sets aus drei oder vier Steinen und ein Paar hat. Spezialhände mit bestimmten Mustern können zusätzliche Punkte bringen. Was sind Sets? Paar, gerade, drei aufeinanderfolgenden Steine derselben Farbe, ja, Drillinge, Vierlinge. Okay, das ist klar. Zusatzboni, wenn du einen Gang Vierling hast, egal ob in deiner Hand oder auf dem Tisch, bekommst du Punkte mal zwei wahrscheinlich. Zimo, Gang, Sieg. Wenn du einen Stein ziehst, nachdem du einen Gang Vierling vervollständigt hast und diese Figur dir einen Gewinnblatt beschert, erhältst du einen Bonus. Hu-Gang Niederlage, wenn du einen Stein ablegst, nachdem du einen Gang vervollständigt hast und diese die Hand eines anderen Spielers vervollständigt, verlierst du doppelt an die Person. Bonus vom Gang. Spieler, die einen Gang Feeling bilden, gewinnen zweimal den Anfangseinsatz an Punkten. Spieler, die einen Stein abgeworfen haben, der von dem Spieler beansprucht wurde, der den Gang erklärt hat, verlieren zweimal den Anfangseinsatz an Punkten. Spieler, die einen Bagang Feeling, bei dem man den vierten Stein selbst zieht und zu seinem Peng auf dem Brett hinzufügt, deklarieren, nehmen einmal den Starteinsatz von jedem anderen Spieler. Dieser Bonus wird nach Beendigung einer Runde vergeben. Spieler, die an Gang erklärt haben, Feeling in der Hand, nehmen das Doppelte des Starteinsatzes von jemand anderen Spieler auf dem Spielbrett. Die Endpunkte ist gleich Starteinsatz mal Multiplikator des Gewinnblatts plus Bonus vom Kong. Ich habe keine Ahnung, wir probieren es einfach. Okay, warte. Entschuldigung. Wo sind die zwei jetzt? Ach so, die spielen dann mit mir, oder wie? Ja, dann nehmen wir Zecke noch dazu. Und die Vivi. In der gleichen Farbe. Bitte wähle drei Steine der gleichen Farbe.
Was? Du musst erst eine Farbe vom Stein ablegen. Wie lege ich den ab? Ja, wie? Hä? Du musst ja erst eine Farbe von Steinen ablegen. Ja, aber wie soll ich denn die ablegen? Ich verstehe nicht. Wie soll ich die ablegen? Ich verstehe es nicht. Ja, ich habe aber jetzt... Ich weiß nicht, woher das die kommt. Hä? Ich verstehe es halt nicht, ne? Also ich muss einen Stein ablegen. Was war denn das jetzt? Verdammt.
Jetzt liege ich denn weg. Was? Wäre es vielleicht klüger gewesen, den anderen abzulegen? Ich kapiere es halt nicht. Erneut spielen? Nee. Nun, ich muss zugeben, ich könnte vielleicht mitspielen. Ich finde es aufregend, nach dem letzten Feld für den Sieg zu jagen. Allerdings scheint das alles nur blödes Glück zu sein. Sobald du die richtige mathematische Entscheidung darüber getroffen hast, welches Stück geworfen werden soll, ist die Wahrscheinlichkeit der wichtigste Faktor. Oder Glück, so wie du es genannt hast. Was in Wirklichkeit nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit, die man persönlich nimmt. Nein, nicht wirklich. Doktor, sieh dir deine Hand an. Sieh auf die Tafel. Sieh dir die Gesichter rund um die Tafel an. Ah, ich denke, ja, das Spiel hat auch ein menschliches Element, indem du dir darüber im Klaren bist, was deine Konkurrenten wegwerfen, kannst du besser eigene Entscheidungen treffen. Darüber hinaus gibt es seltenere Bedingungen für den Sieg wie die 7 Paar, welche eine höhere Belohnung bietet. Ja, der Level an Kompliziertheit verbunden mit der großen Variabilität der Ereignisse verstärkst du. Die Möglichkeit, seine Gegner zu lesen, so langsam verstehe ich, weshalb dieses Spiel so erfolgreich ist. Na also, wenn du jetzt ein Fan des Spielers geworden bist, dann wird der Rest des Dorfs bestimmt folgen. Kommt einfach jederzeit wieder zum Spielen. Ich übe schon mal. Vielen Dank, dass du das alles auf die Beine gestellt hast, Ori. Hoffentlich spielst du demnächst auch wieder mit. Okay, gut. Das heißt, jetzt können wir zum zur Mine. Okay, die Frage ist, ob ich da noch weiß, wie ich da hinkomme. Warte, ich muss Boah, wie bin ich ins Ödland gekommen? Buch, da ist irgendwo eine Truhe. Ach so, wir haben ja das Dance Battle auch. Na gut, dann mache ich vorher das. Wenn ich da diesmal teilnehmen kann. Ist ja immer so ein Hallo? Tanzen, einfach. Ich möchte mitmachen. Wenn das Spiel beginnt, gleiten die Namen der Tasten von links über rechts. Drücke die Tasten im Takt der Musik.
Hinweis, einige Tasten kannst du einfach nur drücken, andere musst du gedrückt halten. Wenn die Tasten den Kreis in der Mitte des Bildschirms erreichen, ist das der perfekte Zeitpunkt, sie zu drücken. Wenn du mehrere Züge hintereinander machst, bekommst du eine Kombo. Große Kombos geben riesige Bonuspunkte. Kurze Tasten müssen nur einmal gedrückt werden, lange Tasten müssen von Anfang bis Ende gedrückt gehalten werden. Erziele mehr Punkte mit einem guten Rhythmus und große Kombos. Die Person mit den meisten Punkten gewinnt. Platziere dich höher im Wettbewerb, um bessere Belohnungen zu erhalten. Das war zu lang. Verdammt. Falsche Taste, sorry. Oh shit. Hä? Nein! Was das? Ich bin nie im Kreis. Shit. Aber anscheinend habe ich es geschafft. Und wo kann ich mich da höher positionieren? Mach mal normal. Shit. Ah, shit, 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 nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Aber es macht Spaß. So, dankeschön, das war's. Ich muss noch irgendwie zu den Minendings kommen. Ich glaube, ich muss hier hinten rum. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich schaue einfach mal, ob ich hier lang komme. Warte mal. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach mein Glück. Aber könnte vielleicht schon gut möglich sein.
Ich muss halt dann nur noch schauen, dass ich rechtzeitig nach Hause komme. Muss ich da jetzt... Nee, ich versuch's hier oben. Obwohl ich unsicher bin. Bin ich hier jetzt dann schon richtig? Das wäre ja jetzt gelacht, wenn. Aha, da ist irgendwo eine Truhe. Das hat sich hier aber ein bisschen verändert, wie es aussieht. Warte mal, die Bushaltestelle, das kommt alles unten hin, okay. So, wir bauen auf. Ja. Und wir installieren hier den Waggon. Erstaunlich. Er sieht so stabil aus. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so etwas Tüchtiges gemacht haben. Mon amour, meine schöne Bürgermeisterin. Nur mit deiner Expertise und Generosite war dies überhaupt möglich. Das Herz dieses Maulwurfs hat sich mit voller Gefühle gefüllt. Nun. Oh shit, jetzt habe ich es weggedrückt. Nein, weil das... Ah, ich hasse es. Wie kann ich denn das ausschalten? Ja, natürlich. Mein guter Konstrukteur, du hast recht. Unser Reich nicht nur einmal gerettet, sondern uns auch einen Weg in die Zukunft gewiesen. Madame Bürgermeisterin, deine Freundlichkeit übertrifft sogar die von Prinzessin Lumi. Ist es möglich, dass ich Gefühle für jeden anderen entwickle? Warum verknalle ich mir immer in die guten Mädchen? Mich. Prinzessin Lumi, was ist hier los? Ah, oh, Prinzessin, das ist peinlich, wo doch die Bürgermeisterin hier ist. Oh, du musst Prinzessin Lumi sein. Wir sind gerade mit der Installation des Minensystems fertig geworden. Wie wunderbar, so können wir endlich anfangen, auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Ja, meine Prinzessin, du kannst jetzt über uns wachen. Wir werden dir zu Ehren arbeiten, um unser kleines Haus zu Prosperite zu bringen. Überwachen, was kann ich tun, um zu helfen? Nichts, Prinzessin. Du kannst zusehen, wie wir dir Reichtum bringen und uns aus der Poverte befreien. Das ist Unsinn. Ich bin nicht bereit, zuzusehen, wie sich meine Freunde für mich abrackern. Nein, ich werde mich den Maulwürfen anschließen und Seite an Seite mit ihnen arbeiten. Aber Prinzessin... Ich werde nicht wie meine Stiefmutter sein, Get. Ich muss eine echte Anführerin sein, wie die Bürgermeisterin hier. Oh, hör auf. Meine Prinzessin, du bist noch inspirierender als je zuvor. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden so edel und hochgeboren treffen würde. Danke, Ori. Unsere Leute verdanken dir unser Leben. Solltest du jemals unsere Dienste benötigen, scheue dich nicht vorbeizukommen. Abgeschlossen! Wir haben was erhalten? Da. Neue Schuhe. Durchbrechen Widerstand. Ja, müsste ich schauen, vielleicht, dass wir es umändern. Müsste man schauen. Gut, das heißt. Hier ist irgendwo
Da unten ist eine Truhe. Die nehme ich jetzt natürlich noch mit. Bam, 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 bam und ciao. Unser Wedel. Was? Lauter Energiesteine. Cool. Sonst kann ich hier, glaube ich, nichts machen, oder? Oh, nein, da stellen wir an. Okay, dann ab nach Hause. Hoppla, 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 hoppla. Wir reiten hier hin. Ja. So, wir haben Post. Oder... Achso, das werden die Sachen vom Hund sein, ne? Ja. Okay. Dann haben wir hier Sandreis. Die gehören gegossen. Und das war's dort. Okay, die sind auch fertig. Kalksteine, da habe ich nur 5. Da müsste ich rüberschauen. Die Sachen können wir auf jeden Fall annehmen. Ja. Und das auch. Vielleicht können wir die 2 Sachen noch abgeben. Uhr, ich habe ein Quie versäumt. Nee, oder? Warte. Forschungszentrum. Forschungszentrum. Das geht hier. Nee, Forschungszentrum. Oh shit, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie? Du befindest dich hier. Gutes Timing. Der Satellit wird in Kürze und über uns hinwegziehen. Ich habe das Teleskop konfiguriert. Ich habe auch eine Spiegelreflexkamera angebracht, um direkte Aufnahmen zu machen. Wir können Fotos für weitere Analysen machen. Wir haben noch etwas Zeit, bis der Satellit eintrifft. Lass uns zuerst das Teleskop testen. Ich hoffe, ich kann Riesenhügel, Baby Beluga und Geisterschlüssel heute sehen. Sterne schauen ist eine tolle Aktivität, die man bei einem Date oder Treffen unternehmen kann. Im Einzelspielermodus kannst du dir nur die Sternbilderkarte ansehen. Wenn ihr ein Date habt oder zusammen Zeit verbringt, sagt deine Begleitung, welche Sternzeichen sie sehen möchten und du kannst versuchen, sie zu finden. Wenn du nach Sternbildern suchst, denk daran, den Blickwinkel zu verschieben. Wenn du glaubst, dass du das richtige Sternbild gefunden hast, schalte auf den Lokalisierer für eine Überprüfung ein. Hier vielleicht. Hä? Ja, hier. Hier gibt's nichts zu sehen.
Ich verstehe es nicht. Die Bildqualität ist weitaus besser, oder? Die Klarheit ermöglicht eine viel präzisere Abbildung der Sterne. Menschen wünschen sich von Sternschnuppen Sachen, aber interessanterweise sind es in Wirklichkeit Felsen, die in die Atmosphäre fallen und verglühen. Sterne sind das nicht. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Was möchtest du denn noch wissen? Vielleicht einen Überblick über die Sternzeichen? Ich werde nicht mit Astrologie hausieren gehen. Aber ich weiß ein oder zwei Dinge. Schwan. Zahlreiche Studien belegen, dass der Schwan ursprünglich ein Sternbild war. Warte ganz kurz. Dass den Seefahrern bei der Überwindung großer Entfernungen als Orientierungshilfe dient. Sie folgten der Bewegung am Himmel, um sich zu orientieren. Waage. Interessanterweise lautet der wissenschaftliche Name für dieses Sternbild Scalesium Major, was eine seltene Übereinstimmung von wissenschaftlichen Namen und Laienbezeichnungen darstellt. Das war die erste Konstellation, die von der ich erfuhr. Damals war ich 4 Jahre alt. Dies war ein seltener Fall von Wissen, das von meinen Eltern und nicht von meinen Großeltern weitergegeben wurde. Ähnlich wie der Schwan würde es ihnen beim Fischen helfen und ihnen einen Anhaltspunkt geben. Interessanterweise sind diese Sterne, obwohl wir sie in sogenannten Sternbildern zusammenfassen, in Wirklichkeit durch Dutzende von Lichtjahren voneinander getrennt. Das ist genug für den Moment. Der Skywatcher sollte jeden Moment hier sein. Vielleicht habe ich vergessen, das Teleskop auszurichten. Nein, es wurde erst kürzlich gewartet. Perfekt, es ist viel klarer als ich dachte. Schau mal hier. Da muss die Antenne des Satelliten sein, sie ist völlig intakt. Vielleicht sendet er sogar was ihn zu einem der wenigen noch funktionierenden Satelliten machen würde. Wenn wir nur einen funktionierenden Empfänger hätten, um das Signal des Scavengers herunterzuladen, was wir alles lernen könnten. Aber ich sollte nicht zu gierig sein. Wir haben gerade eine äquatoriale Montierung installiert und jetzt auch eine Kamera. Das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Da wir gerade beim Beamer sind, möchte ich von einem Artikel berichten, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Das Sampling digitaler Steuerungstechnologien der alten Welt. Was für eine Lektüre. Ich müsste ganz dringend auf die Toilette, aber ich kann nicht. Die Antennen auf den Satelliten ist eine solch digitale Steuerung. Vielleicht habe ich beim letzten Mal etwas erwähnt, aber hier sind die Details. Die Menschen der alten Welt hatten Hunderttausende von Satelliten am Himmel. Die meisten von ihnen wurden am Tag der Katastrophe zerstört, aber ein paar sollten überlebt haben. Heute haben wir den größten Teil der Kommunikationstechnologie aus dieser Zeit verloren. Ich meine, wir benutzen drahtlose Telegrafen, während sie die Quantenverschränkung zu Wissen nutzen, von der ich nicht einmal eine Ahnung habe. Es klingt schon nur so fortschrittlich. Mit meinem Hobby, der Beobachtung von Satelliten und Raumstationen, versuche ich eine Verbindung zwischen den Punkten herzustellen. Wenn wir in der Lage sind, mit diesen Maschinen zu kommunizieren, können wir vielleicht einen guten Teil der verlorenen Technologie zurückgewinnen. Ich habe nichts davon. Oh ja, natürlich! Jetzt verstehst du endlich, Unterricht ist eine Menge Arbeit. Du bist ein guter Lehrer. Danke, du kannst gerne mit mir über alles reden, bei dem du dir unsicher bist oder das dich interessiert. Ich werde mein Bestes tun, um alles gründlich zu erklären.
Weißt du, früher habe ich mich vor sozialen Situationen gedrückt, aber es scheint, dass ich tatsächlich anregende wissenschaftliche Gespräche führen kann. Interessant. Es ist schon ziemlich spät. Machen wir Schluss. Für heute. Ich muss mich auch ausruhen. Danke. Danke. So. Go home. Ach so. Ah, da werde ich jetzt nicht mehr reinkommen, gell? Gut, dann machen wir die Sachen morgen. Nemo, komm, ab nach Hause. Na komm. So, ihr habt noch Fressen. 16 Stück. Können wir ruhig wieder welche dazu tun. So, passt. Gut, dann gehen wir ins Bett. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.